So, ich hatte gerade einen ganz furchtbaren Ton, der mich ein bisschen erschreckt hat hier beim Intro, und ich hoffe, die Aufzeichnung spinnt jetzt nicht. Ansonsten begrüße ich euch zum 13. Let's Play. Oh, kein guter Vorbote für einen Angriff auf die Russen, der ja seit dem letzten Let's Play geplant ist, und ich stehe auch hier direkt vor den Toren. Ja. Hoffentlich bringt uns das kein Pech. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber. Ja, okay. Lasst uns einfach fortfahren und. I say do it. Den nehmen wir hier gleich mal aus dem Gefecht. Wir warten noch auf den Pikeman. Ja, du kannst hier schon mal. Ah, verklickt, verklickt. Gericht. Uni. Gericht. Dann ist Hamburg auch gleich mit der Bewässerungsanlage angeschlossen. Das ist durchaus ganz sinnvoll. Oh, Heidelburg ist fast komplett versorgt. Mit zwei Arbeitern geht es doch ein wenig schneller. Was stelle ich mit diesem Siedler an? Genau, mit dem Arbeiter, den wollte ich ja hier vom Schiff aufsammeln lassen. Ah, jetzt fällt mir ein, ich habe gerade den Leuchtturm gebaut. Ich kann ja jetzt mit dem Schiff auch mal so ein paar andere Expeditionen angehen. So ein paar größere. Civil Disorder und meine Leute lieben mich. Ja, das passt gut zusammen. Oh, das ist aber schick. Das ist aber schnieke. Mach ich doch glatt. Der Park sieht mich nicht mal so nackig aus. Auf. Palim. So, ich nehme mal Einheiten, die noch nicht Elite sind. Zum Beispiel dieses Pferdchen. Dabei leider nichts gewonnen. Ach, das war jetzt schon der Siedler, den ich zum Bauen verwenden wollte. Warum denn nicht hier so? Da gibt's doch schon ganz gute Rohstoffe. Mit dem Pferd und den Fellen. Oder hier? Na, mal gucken, ich gehe erstmal hier hin. Du gleich hinterher. Pikeman wird zwar noch gebaut, aber naja, das soll jetzt nicht. So schnell wird es nicht gehen, dass die Russen mich anspringen an der Stelle. Ja, die Stadt gleich mal anbinden. Oh, ist ja schon angebunden. Aber macht nichts. Das macht nun wirklich nichts.
Und Neu-Berlin könnte ja mal so ein paar Bergwerke brauchen. Dann mal rauf aufs offene Meer. Und einen weiteren Zug haben wir jetzt auch. Ist die Einheit ein bisschen schneller? Ja, hier nochmal das Pferdchen. Ach, das hat has already moved. Dann eben nicht. Yep. Zwei Resistor. Ah, die sind auch ganz schön sauer. Müssen unbedingt noch mehr Einheiten rein als Garnison. Jetzt könnte ich hier Ärger bekommen, dass mir die Stadt flippt und wieder russisch wird. Das wollen wir ja nicht. Dem weiter nach dort laufen, um einen geeigneten Bauort zu finden. Ja, mehr Minen. Okay, Leipzig baut jetzt einen Hafen. Weil wir noch nicht ausreichend Nahrung produzieren in Leipzig. Räusper. Hier wäre auf jeden Fall auch ein Aquädukt angebracht. Kann ich gar keins bauen. Ich wohne doch gar nicht an einem Fluss. Naja. Dann eben ein Gericht. Aber ein leckeres. Ich brauche unbedingt eine andere Einheit als erstes in der Richtung. So, schon sind sie zufrieden, die Einwohner. Die weilen jetzt erstmal ein bisschen dort. Und du greifst am besten direkt Odessa an. Autsch. Das war ja nicht so erfolgreich. Wo ist denn mein anderer Schuh? Ah, so, krieg noch kalte Füße. Also hier ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, hier überall Bewässerungsanlagen zu bauen, weil Bonn ja ziemlich viele Berge hat. Und da kann ich ja keine Bewässerungsanlagen bauen, von daher werde ich dort natürlich Bergwerke bauen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser Ort um Berlin. Lass Berlin noch ein bisschen Wald. Der grüne Wald ist es dann. Okay. Ja, Leipzig. Hab doch schon gesagt, Hafen. Lieber Siedler, geh einfach irgendwo hin und
Bau irgendwo was. Ich meine, so langsam, ja, haben wir hier echt Überbevölkerung. Hier gibt es einen Fluss. Vielleicht dort. Das ist so eine Brücke nach Elefantinien hier. Gibt es nicht einen Ort, der heißt irgendwie Elefantina oder irgendwie sowas? Ich baue das tatsächlich hier. Einfach nur so als Brückenstadt. Weiß halt nicht. Werd langsam ein bisschen einfallslos. Wo ich diese ganzen Städte bauen soll mit den vielen Siedlern. Auch die Seite soll angebunden werden. Hier waren doch auch noch irgendwo mehr Dörfer. Ach, das ist alles bei dem. Na gut. Dann eben bei dem. Mit dem gehe ich jetzt mal hoch. Ah, da ist der Rendezvous Point. Warten wir noch auf den Pikeman. Tja, gute Frage. Wie heißt der Ort? Könnte man so nennen, aber. Boah, ich mach das einfach mal so. Ich nenne den jetzt hier ganz kreativ Elefantine. Sieht doch schick aus. Mit PH sieht sehr elegant aus. Ich meine, uns gehen ja hier die Ortsnamen aus und die müssen ja nicht alle New irgendwas heißen. Vielleicht könnte ich mir auch noch deutsche Städte einfallen lassen. Vielleicht gibt es noch mehr Städte in Deutschland, außer denen, die jetzt hier schon gebaut wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also viele bestimmt nicht. Library ist immer eine gute Empfehlung. Ach, die Elefanten im Wald? Ich glaube, Elefanten brauchen gar keinen Wald. Den Wald auch abholzen. Du gehst mal einen weiter in diese Richtung. Du kannst schon mal eine Straße bauen. Kiew hat einen Siedler gebaut und weiß nicht, was es sonst bauen soll. Tempel, Kolosseum, ja, ist ja alles ganz nett, kostet aber auch einen Haufen Geld. Vielleicht sollte ich einfach einen Pikeman bauen, um die Spearmen auflösen zu können, weil ich die ja eh nicht brauche. Das Courthouse ist fertig. University Next. Der Siedler ist fertig. Worker Next. Ah, die Seas hat wieder. Der Dschungel hat wieder zugeschlagen. Ja. Auch schön. Pikeman wäre vielleicht hier doch ganz ratsam. Denn es fehlt noch einer. Zap. Es fehlt. Uncool. Ich bin nicht mal sauer, wenn der stirbt. Aber wenn der stirbt, bin ich sauer. Oder der. Nein, ey. Was für ein Scheiß. Komm mal rüber.
Was für ein Scheiß. Unsere Truppen gehen uns hier schon wieder kaputt. Kaputt. Sind ja alle schon angeschlagen, außer der Archer. Die haben gerade hier eine Stadt gebaut und die ist leer. Wie krank ist das denn? Ich sollte echt mein Pferd nutzen und da oben einreiten. Ja, Pikeman. Bau erstmal den Worker noch. Überall das gleiche Spiel. Was? Da kann ich gerne Bewässerungsanlagen bauen. Aber der Fluss ist doch gleich da. Meine Güte. Das kannst du hier beim Pikeman bauen. Gibt es hier vielleicht noch Möglichkeiten, wo ich aus einer Bewässerungsanlage eine Mine machen kann? Sehe ich eigentlich nicht. Gucken, ob ich hier Minen bauen kann. So, hier befällt uns die Disease nicht mehr so übel. Ich kann hier mal eine Mine bauen. Ha, der Siedler ist angekommen. Siedler, Arbeiter. Nee, ah, Krieger. So war's. Okay. Soll ich schon direkt dort bauen? Störe ich da jemanden? Oh ja. Moskau störe ich da. Aber da bekomme ich wenigstens das Fuel. Ja, mein Gott, Moskau hat doch wohl genug Felder. Wenn ihm zwei flöten gehen. Wir tun das. Neumünchen, ah ja. Ich hätte sie nochmal umbenennen sollen. Ich glaube, das geht auch irgendwo. Bibliothek. Ja, Bibliothek. Neumünchen, kann ich das hier umbenennen? Irgendwie geht das. Früher ging das mal. Das letzte Stück Wald bleibt bestehen. So, hier nehme ich Königsberg immer noch ein Stück Berg weg. Mindestens. Wie wäre es denn hier unten irgendwie? Dass ich da dran komme. Vielleicht dort. Ich versuch's mal dort. Ein Worker ist fertig. So, what's next? Kiew. Noch ein Pikeman zur Verteidigung hinterher. Oh, das ist doch cool. Jetzt kann ich nicht mehr nur Pikeman bauen, sondern sogar Musketiere. Und ich müsste jetzt die Ressource Salpeter bekommen, sonst kann ich nämlich auch keine Musketiere bauen. Schauen wir mal, ob wir die finden auf der Karte. Das ist doch ein Ereignis, Salpeter. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir jetzt als nächstes erforschen können. Bankwesen, Astronomie, alles nicht schlecht. Bankwesen ist nicht schlecht, weil dann kann ich in allen Orten
noch eine Bank bauen neben den Marktplatz. Und Banken produzieren so wie Marktplätze Geld. Und Geld braucht man nicht so wichtig, also nicht so richtig viel, aber ist auch nicht schlecht, welches zu haben. Ich habe ja jetzt parallel zu Civilization angefangen, Colonization, ein Let's Play über Colonization zu machen. Damit ich ein bisschen Abwechslung hier in den Channel bringe. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, die regeneriert dort gar nicht. Komm mal nochmal, lieber Swordsman. Die stelle ich mal kurz dorthin, oder? Dort. Oh ja. Aber gerade so, great, great. It's great to have Odessa. Der Spearman ist doch für München da. Du machst mal hier diesen doofen Archer fertig. Warten wir noch auf den Pikeman. Jetzt war es natürlich dämlich, den nach dort zu schicken, obwohl ich in die Stadt schicken, ihn in die Stadt hätte schicken können, wo er noch viel schneller regenerieren kann. Aber. Oh, und hier ist jetzt auch eine Einheit drin. Uncool. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt hier auch nicht weiter mit unseren Einheiten. Können vielleicht noch Vladivostok holen als nächstes. Aber Vladivostok haben sie auch möglichst dämlich gebaut, die Russen. Meine stört doch total Odessa. Vielleicht sollte ich sie einfach abbrennen, die Stadt, wenn ich sie eingenommen habe. Ja, Worker. Auf den Worker warten. Geht nicht. Geht nicht, Bewässerungsanlage. Das geht ja gar nicht. Ja. Da geht, ja, da geht das Bergwerk. Das ist gut. Und hier wieder ein Courthouse. Und ich gucke jetzt mal nach dem Salpeter. Oh, Salpeter gefunden. Da gibt's Salpeter. Aber vielleicht gibt es auch Salpeter schon in meinen Kolonien und das wäre natürlich noch schöner. Oder zumindest in der Nähe meiner Kolonien. Da ist auch einmal Salpeter. Ach, die Engländer und Franzosen durchmischen sich hier fleißig. Ich glaube, die englischen Städte haben ein Problem, wenn die Französischen sich hier kulturell ausweiten. Dann werden die ganz schnell verschluckt, Brighton und Nottingham. Joa, Salpeter, Salpeter. Salpeter ist ja eher so ein Wüstenzeug. Ich meine, ich würde ja. Ich hätte ja hier jetzt schon. Oh, ich habe hier schon den Musket Man. Also ich muss schon irgendwo Salpeter haben. Irgendwo in meinem Einzugsbereich bekomme ich das schon. Das weiße Zeug ist aber auch gut zu übersehen. Wenn man mal ehrlich ist.
Sagt mir, wo der Salpeter ist. Ich meine, wenn da schon ein Bergwerk drauf gebaut ist, dann sieht man das halt noch schlechter. Jetzt schaue ich schon sehr genau. Ein Salpeter haben wir. Aber wo zur Hölle? Bin ich wohl zu blind für? Hier wäre ja gar nicht unrealistisch, weil hier ist ja Wüste. Aber ich glaube, das Zeug muss auch gar nicht unbedingt in der Wüste sein. Das kann ich mal kurz prüfen. Ressourcen. Strategic. Salpeter. Wüste, Tundra, Berge und Hügel. Tja, vielleicht sieht es ja jemand von euch, ich sehe es irgendwie nicht. Die Städte sehen anders aus. Das sieht man jetzt immer so eine Kirche, wenn das eine Kirche sein soll. Das sind halt die Städte über 10 Einwohner, die sind halt ein bisschen größer. Und ich glaube, über 12 gibt es dann nochmal einen anderen Skin für die Städte. Das ist dann, nehme ich mal an, die Metropole. Über 12. Alter! Ich sehe hier keinen Salpeter. Zeig dich. Zeig dich. Ja, wenn von euch jemand Salpeter sieht, dann sagt mir mal, bei welcher Stadt. Keine Ahnung, ich sehe es echt nicht. Vielleicht im Laufe des Spiels. Rauf aufs Boot. Der Pikeman muss schon noch fertig werden. Ah, dann fahren wir mal wieder auf die See. Vielleicht gleich. Da killt er einfach unseren Spearman. Ich glaube, die eine Stadt will ich noch holen. München hat einen Worker gebaut. Das ist ja toll. München könnte auch noch einen Musketman bauen. Das wäre noch toller. Rein in die Stadt. Die Stadt würde ich gerne noch holen, aber ich sehe jetzt nicht, dass es klappt. Weil irgendwie sind meine Einheiten gerade ziemlich dezimiert worden, die ich mir gebaut habe für den Angriff. Egal, ich schließe wieder Frieden. Ich meine, die nehmen es doch sofort wieder an. Ja, wir haben uns ein bisschen überschätzt und wir wollen aber auch noch Geld haben. Und zwar so 20. Danke und tschüss. Die fallen immer wieder drauf rein. Yo. Gut.
Das soll es gewesen sein für dieses Let's Play. Dann danke fürs Zuschauen. Wir haben mal wieder ein Stück Russland eingenommen. Und ich glaube, den Rest, den holen wir uns auch noch irgendwann. Also kulturell sind die hier ziemlich, oder werden die dort ziemlich in Bedrängnis kommen. Weil ich natürlich dafür sorgen werde, dass auch diese Städte hier eine Bibliothek bekommen und schnell kulturell wachsen. Und man sieht ja hier, wie Moskau sich schon so langsam ins Land also das ehemalige russische Moskau sich schon so langsam in das Land reinfrisst. Und das wird halt bei diesen Städten auch schnell passieren. Und Wladiwostok ist da natürlich hart an der Grenze. Da muss ich Odessa nur zweimal vergrößern kulturell, dann ist Wladiwostok schon mein. Soweit, so gut. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen.